Shields schon wieder aufrüsten. Ich bin die ganze Zeit nur dabei, irgendwelche Shields aufzurüsten. Oh, den Level hasse ich. Boah, treffe ich denn auch mal was hier? Nein, das gibt's ja wohl nicht. Nein. Ha. Ah, sie kommen ja nur immer tiefer. Ha, erwischt. Komm her zu mir, lass dich fangen, kleines Alien. Ah, erwischt. Bonuspunkte. Und der letzte. Zack. Wave completed. 1000 Punkte. Aber dafür kann ich leider immer noch nichts aufrüsten. Das ist blöd. Ach, wenn die Aliens doch nicht schießen würden, dann wären die so viel einfacher. Zack. Den habe ich erwischt und... Nein! Da, jetzt schieße ich zu früh, dann schieße ich zu spät. Das kann ja wohl nicht angehen. So. Oh nein, Alien Mothership. Der Endboss. Wow. Yeah. Der Endboss ist fies. Also als ich den das erste Mal gespielt hatte, hatte ich irgendwie schon... Ah. Nein! Verdammt nochmal! Gerade jetzt, wo ich denke, er bewegt sich, bleibt er plötzlich stehen. Nein! Lass dich doch treffen! Dämlicher Endboss! Oh, einen von ihnen habe ich erwischt. Da bleibt er auch glatt stehen. Ah. Boah, ich bin hier richtig konzentriert jetzt gerade. Endlich! Ich habe ihn erledigt. Bam! Die Erde wurde gerettet. Juhu! Auf zum Mond. Heißt, ich werde extra Bullets... Nein, ich werde mir ein Add-on kaufen. Nein! Mit dem Add-on, wie man sieht, habe ich jetzt zusätzliches Feuer. Allerdings, auf dem Mond gibt es Meteoritenhagel, die einem das ganze Spiel ein bisschen schwerer machen. So, Geld. Kann man immer gebrauchen. Nein, das kann ja wohl nicht angehen. So. Challenge Stage. Klar, alle Untertassen vernichten. Perfection wins prizes. Wie immer. Ah, und ich bin wieder so richtig schlecht. Nein, das kann doch wohl nicht angehen. Ja, wie gesagt, 8 von 15, naja, immerhin, ein paar habe ich erwischt, gibt ein paar Punkte und ja, ich sollte dringend Shields aufrüsten. Nein, ich habe das Alien nicht gekriegt. Alien erwischt sich aber. Ha,
Ha, auch noch das UFO mit dem Bargeld. Juhu! So, Wave completed. Das heißt, wir können uns... wir können uns mehr Schilde leisten. Aber das war's dann auch schon. Die Meteoriten können wir übrigens auch abschießen. Alter, das kann ja wohl nicht angehen. Habe ich den noch auf letzten Drücker erwischt. Nein, ich habe das Alien abgeschossen. Ah, das UFO nicht mehr erwischt. Ja, komm schon, verschwindet, die kleinen Viecher. Ah, nein! Ah, ich hätte das UFO so gerne gehabt, aber nein. Daneben. Weiter geht's, nächster Level. Hier gibt es teilweise noch richtig fiese Level. Das Alien erwische ich aber. Ha! Ja, den kann man auch zerschießen, aber das braucht mehrere Schüsse. Ja, wir sparen auf Gunpower. Der andere ist verschwunden, oder? Na egal, wir können uns mehr Gunpower leisten. Das heißt... Auch die Knarre klingt schon besser jetzt. Ah. Pam. So. Puh, das wird ja langsam hier richtig anstrengend. Nein! Ah! Nein, das Alien wollte ich doch nicht abschießen. So, Punkte! Ha! Nein, Challenge Sage. Ah, wenn ich das je... Ich hoffe, ich schaffe das irgendwann mal. Ich will wissen, was für Preise es dafür gibt. Das kann ja wohl nicht angehen, dass ich hier gar nichts treffe. Oh, dann dreht er um. Der wollte mich wohl verarschen. 12 von 16, das geht ja immerhin mal. 15.000 Punkte, extra Shield, yay! Oh, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich habe ein extra Shield gekriegt, das heißt... Wow. Nein, das Alien kriege ich nicht. Scheiße, ich wurde getroffen. Mayday. Den habe ich nicht mehr erwischt. Das ist blöde. Wave completed. 1000 Punkte. Und ja, das extra Shield, was ich eben gerade gekriegt habe, ist schon wieder weg. Boah, wir brauchen noch so viel Cash, um hier mal ein bisschen weiterzukommen. Ha! Pam! Das ging ja mal richtig schnell hier. Ohne, dass ich jetzt viel kommentiert habe. Gunpower und... ja... Die Viecher sind, glaube ich, die Fiesen, die abstürzen, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach viel zu hibbelig. Und hier, ich möchte möglichst schnell hier... Pam, 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 pam! Alles abschießen! Wie gesagt, das Spiel... Alter, könnten die sich mal ein bisschen normaler bewegen? Nein, das Alien wollte ich nicht erwischen. Ah, auch noch den Meteor erwischt. Mann, Mann, Mann. Teilweise bin ich besser, als ich glaube. Alter, die bewegen sich wie Roboter. So, dich sammle ich aber ein. So. Nein, das Alien habe ich nicht mehr erwischt.
aber Wave completed. 2370, das heißt, ich kann mir endlich extra Bullets leisten. Yay! Pam, 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 pam. Nein! Das lief nicht so gut, dass die dann plötzlich alle so in so einer Welle nach unten gekommen sind. Nein! Das ist das, was ich meinte. Ich habe jetzt nur noch zwei Schilde. Ich hatte vorher, keine Ahnung, ich hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich hatte 7 Schilde. Und so schnell kann das gehen bei diesem Spiel, dass du plötzlich keine Schilde mehr hast und tot bist. Also ich habe ursprünglich den Level hier noch geschafft. Aber danach wird es dann schon ein bisschen aufwendiger und schwerer. Weil man gucke sich diese ganzen Meteore an, die hier runterfliegen. Pam, Challenge Stage. Mann, ich bin noch ganz aufgedreht und hibbelig hier jetzt gerade. Ich weiß auch nicht, was... Ich werde besser. 15 von 17, nur noch 2, die fehlen. Wow, ich sehe gerade, ich spiele schon eine halbe Stunde. $500 gibt es aufs Konto und davon kann ich mir weitere Schilde leisten. Juhu, wow. Oh nein, das sind die Abstürzenden. Das Fiese daran ist, die stürzen so nach unten. Ja, schon wieder Schilde verloren, aber ich wollte doch eigentlich sparen, aber nein, ich muss mal weitere Schilde leisten, damit ich hier nicht gleich sterbe und... So, Wave completed, kurz noch die Meteore abwarten und ja, weiter geht's. Nein, das Alien habe ich nicht erwischt. Oh nein, der explodiert wieder. Komm, kusch. So, weg mit dem Vogel da. Alter, da sind auch so viele Meteoriten. Zack. Punkte, immerhin etwas. Schilde. Und weiter geht's. Oh. Da springt gerade etwas in den Vordergrund, was wahrscheinlich in der Aufnahme mit drauf ist. Das ist nur die Anzeige, wie viel Festplatte noch frei ist. Die sollte eigentlich nicht da erscheinen. So. Wups. Okay, irgendwie sollte das jetzt nicht so aussehen. Ja, das Spiel hat sich gerade irgendwie ein bisschen, ich krieg's nicht mehr in Vollbildmodus. Ach ja. So, ich muss das Spiel mal kurz neu starten. So, okay. Play. Play. Nein, normalerweise kommt hier der Auswahlbildschirm, wo ich auswählen kann, wo ich hin will und wo ich weitermachen will. Aber, ja. Funktioniert irgendwie nicht. Das Spiel hat, ja, das Spiel ist in Java programmiert und da gibt es hin und wieder so ein paar Ausfälle. Naja, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen weiterspielen, aber ich wollte jetzt nicht wieder von vorn anfangen. Und dementsprechend hoffe ich, ich habe euch einen Eindruck von dem Spiel verschafft. Das sind wahrscheinlich nur zwei Parts, die ich hier jetzt irgendwie zusammengeschnipselt habe. Und ja, wir sehen uns dann bei einem anderen Spiel. Ich sage tschüss, bis denn.